was geht? Neues Zuschauer-Pack-Opening. Heute sind 40 Pakete eingetroffen. An der Stelle sei immer noch gesagt, in der Videobeschreibung ist die Adresse, wenn ihr mir auch was zuschicken wollt. Auch im Video wird es eingeblendet. Dankeschön. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich auf alles, nur nicht auf Pakete von Umut, weil er triggert mit seinen Paketen. Am liebsten würde ich gar keine Amazon-Pakete aufmachen, aber ja, es muss sein. Achso, und ich wollte noch etwas sagen, Digga. Heute Morgen, ihr wollt nicht wissen, was heute Morgen passiert ist, Digga. Wisst ihr, was heute Morgen passiert ist? Heute Morgen bin ich aufgestanden. Und den Rest kennt ihr ja schon. So! Okay, fuck, dieser Röhrenboss triggert mich, Digga. Ich will als erstes diesen Röhrenboss anmachen. Und das kam von einem Albaner. Er heißt Leotrim Krasniki. Ach du Scheiße, Bruder. Heine, was kann in diesen Röhrenbox drin sein? Wenn jetzt eine Albanien-Flagge drin ist, Bro, dann vergesse ich mich aber. Ich mein's ernst, Bro. Mein Gefühl sagt Albanien-Flagge. Hier ist ein Bild drin. Okay, ich guck als erstes rein. Oh, hier sind mehrere Bilder drin, okay. Soll ich das sein als Son Goku, Bruder? Als Dragon Ball Charakter? Als Dragon Ball Anime, Bruder? DYDS? Bin ich das? Bug, für so einen Körper würde ich meinen Fuß abpacken. Weil ich mein's ernst. Hat er das selber gemalt? Kann man sowas selber malen? Walla, das ist stark. Sei mal ehrlich. Walla Bila, das hat was. Hier sind noch mehr. Okay, man sieht, der Bli ist Dragon Ball Fan. Er will uns einfach seine Kunst zeigen. Hat auch Drip. Oh, der ist leider ein bisschen... Ah, hier ist ein Brief drin. Okay. Hallo, Jumbrook. Ich komme aus der Nähe von München. Ich schenke dir zwei meiner Zeichnungen. Eins davon bist du im Dragon Ball Style. Der andere ist ein... Scheiße, ich kann das nicht lesen. Ist ein, welches ich das Video auf YouTube hochgeladen habe. Ich zeichne Animes, besonders Dragon Ball, mit dem ich groß geworden bin. Ich hoffe, du feierst die Bilder etc. KS Art heißt der Bre. War das stark? Also, ich sag's euch, wie es ist. Nice. Das ist wirklich nice geworden, Bro. Das hat mich motiviert, heute zum Sport zu gehen, Digga. Um 1 Uhr morgens oder um 2 Uhr morgens gehe ich ins FitX und ich werde morgen genauso aussehen. Was, Bruder? Das kriegt von mir eine 10 von 10. Selbst gezeichnet, Walla Drip, schwöre bei Gott. Walla stark. Wir machen weiter. Ich sag's euch ehrlich, ich hätte auch eine Albanier-Flagge, hätte ich auch gefeiert. Kunstnote 1, auf jeden Fall. Was würdet ihr dem Bri geben, wenn ihr jetzt ein Lehrer wärt? Einfach aus Korrektnis eine 1, wa? 1 plus mit Sternchen und so ein Smiley. Mal gucken, was hier drin ist. So. Okay. Es sieht nach einem Umut-Paket aus. Ach nein, es ist nicht von Umut, angeblich. Ein Gruß von Abdullah Durmas. Lieber Janabe, da wir wissen, dass der Bruder hinter dir nie gewaltig wird, habe ich dir die Flumis sinnlos geholt. Walla, frag mich. Umut braucht Konkurrenz mit freundlichen Grüßen von Abdi. Meiner Meinung nach ist es immer noch Umut. Keiner gibt sich diese Mühe, um irgendwie Umut zu triggern. Er hat mir Flumis geschenkt, Bruder. Was kann ich jetzt mit diesen... Hanna, okay. Er hat gesagt, dass ich diesen Bläs da hinten nicht mehr schlage. Aber was soll ich mit dem Flumi? Schenk das den Kindern in der Hood. In dieser Hood sind nicht so viele Kinder, Mann. Aber okay. Ich sag meine Mutter, die soll diese Flumis einfach verwerten. Hanna, was soll ich damit machen, Bruder? Die sind auch noch so schleimig, Bro. Aber dankeschön. Ich steck die Flumis heute Nacht in meinen... 10 Stück. Okay, wir machen den nächsten Briefumschlag auf. Das kommt von Gülseda. Die sind noch so Herzchen. So. Ah, den Text bitte nicht vorlesen, ist nur persönlich an Jan. Gut, den lese ich mir dann später durch. Was haben wir hier noch? Was für ein stressigen Wattbespacken-Dreh steht hier. Also ich habe schon seit einem Jahr keine Wattbespacken-Folge mehr hochgeladen. Deswegen den Stress haben wir nicht mehr, aber was soll das sein? Wisst ihr, was das ist? Ey, die hat mir einfach... Masken geschickt, Bruder. Hey, Junge, was passiert hier, Digga? Ey, meine Haut ist so unrein an der Stelle. Oh nein. Ey, wir sind noch nicht fertig, warte kurz. Also, keine Ahnung, was das ist. iPad-Mask, Bruder. Was zur Hölle? Oh, ey, scheiße, Digga. Bin ich jetzt ein Beauty-Stellen oder was? Hier im Blau. Unter die Augen. Ach, was wirklich, ja? Was passiert dann? Trag sie on stream. Nee, Digga. Ich bin ein seriöser Geschäftsmann, der noch ein bisschen sein Image beibehalten muss. Hanne, wenn ich das mache, kann ich aufhören mit was Geschmacken folgen, falls sie mir irgendwann wieder kommen sollten. Sie meinte, ich soll den Zettel nicht vorlesen, deswegen. Oho, sie hat ihr Leben hier hingeschrieben. Ah, hat auch Sucht dir gemalt und mich mit meinem Auto. War da nicht schlecht. Auch ganz süß, Digga. Ganz, ganz süß, Walla. Sehr süß. Okay, nice. Ich bin gespannt, was später auf diesem Zettel steht, weil hier steht ein halber Roman. So, wir machen weiter. Sieht nach einem Umut-Paket aus. Bro, Bug, Walla, Billa, ich hab keinen Bock drauf, Mann. Walla, Billa, ich hab keinen Bock drauf. Er hat mir Mais geschickt, Moruk. Mais und Kichererbsen, Bro. Walla, es ist nicht witzig, Bruder. Ich schwöre bei Gott, es ist nicht witzig. Ah, und eine Tafel Schokolade, okay. Und was steht hier diesmal drin? Grüße von Ali Aslan. Hallo Jan, ich bin's Melissa. Leider habe ich nicht die Kichererbsen aus dem türkischen Supermarkt gefunden, aber finde die voll lecker im Reis. Von Melissa, also das glaube ich eher weniger. Ich finde den Mais sehr lecker, ich hoffe, er wird dir schmecken. Hallo Jan, hier Schokolade, hoffe, sie schmeckt dir. Wir lassen das einfach so stehen, Digga. Dankeschön für den Mais und danke für die Schokolade. Wir wissen alle, dass das Umut ist, Digga. So, was haben wir hier drin? Oh, ein Paket von Melanie. Ein deutsches Paket. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe, da ist Schwein drin. Ich mag nämlich Schwein. Okay, was versteckt sich hier? Bitte nicht vorlesen. Warum schickt ihr mir denn Sachen, wenn ich sie nicht vorlesen soll? Bitte nicht laut vorlesen. Okay.
Amanakrim, ja. Diese Dinger weg rausfliegen sehen. Hier ist eine Karte, die ich nicht laut vorlesen soll. okay, warte. Aus meinem Handy. Wir machen ein Foto davon. Ihr schreiben wir später. Also, hier ist ein bisschen Müll. Die Dame hat mich gezeichnet. Jan in noch fetter. Was, Bruder? Aber war da nicht schlecht. Das ist der Beweis, dass ich 10 Kilo abnehmen muss, Digga. Was soll ich sagen, Bruder? Das ist der Beweis. Aber stark. War das stark? Sehr, sehr, sehr stark, Digga. Eine noch mehr Hamsterbacken geht gar nicht. Sehr schön. Was gibt dir der Zeichnung? Was für Mert, du kleiner Bart! Du kleiner Bart! Wenn wie Mert aussieht, bin ich ein Huhn! Was hat das mit Mert zu tun, Digga? Was hat das mit Mert zu tun? Was hat das mit Mert zu tun, Bruder? Dann hätte sie Angela Merkel gezeichnet, zu auch gesagt, dass sie wie Mert aussieht, oder was? Ja, Mann! Das ist Mert! Sehr stark. 10 von 10. 10 von 10. Sieht aber ein wenig aus wie AZ. Wir machen weiter. Ey, wir haben echt viele Pakete. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Ich will noch auf ein Video reagieren. Ein Gruß von Abdullah Durmas. Wir wissen alle, wer das ist. Lieber Can, Zahnbürste und Unutmadum Babysch. Umut braucht Konkurrenz, ja, bestimmt. Hey, wie sehr kann das einem Menschen Spaß machen, Digga? Das verstehe ich nicht, Bruder. Wie kann das einem Menschen Spaß machen? Hier sind voll viele Zahnbürsten drin, Bro. Ne, dann merkst es dir wahrscheinlich, dass ich gelbe Zähne habe oder so. Oh, Dankeschön. Sehr stark, Digga. Wallah, Billa, trigger mich nicht, Umut. Ich schwöre bei Gott, Digga. Wallah, Billa, wir nehmen keine Umut-Pakete mehr an. Ich mein's ernst. Vorrat, ja. Wallah, der triggert mich böse, Bro. Ich mein's ernst, der triggert mich böse, Digga. Was ist das denn, Bruder? Eine Adidas-Packung. Wallah, ich hab Angst. Ich schwöre, ich hab Angst. Oh, der Spinnnetz. Vom Ende der Einsamkeit. Jetzt hört mir mal zu, okay? Ihr kleinen Wicker. Ich weiß ja nicht, welcher ganz Zeit meine Talks aus dem Stream, wo ich ein bisschen Debris rede, es mit trauriger Musik in die TikToks reinpackt, dass ihr irgendwelche Highlights von mir seht, dass ihr denkt, dass ich so krass deprimiert bin und so. Merkt euch mal eine Sache. Es gibt ja einen ganz großen Unterschied in meinem Leben, okay? Ich bin zwar alleine, aber ich bin nicht einsam. Das ist ein ganz großer Unterschied, Digga. Einsam ist, wenn du wirklich deprimiert bist, weil du alleine bist. Weißt du, ich meine? Aber ich bin alleine und ich bin glücklich. Weil ich hab doch euch. Ich hab doch Suchti. Ich hab meine Familie. Ich verdiene gutes Geld. Also ich bin nicht einsam, okay? Oh, oh. Aha. Okay, interessant. Größe M wird mir nicht passen, mein Bruder. Sehr stark. Nee. Größe M passt mir nicht. Das ist mir selbst zu klein. Er hat mir auch seine alten Sachen geschickt, wahrscheinlich. Der Bruder schickt mir Adidas Klamotten und so. Bro. Junge, ist das eine Einkleidersammlung oder was? Was passiert hier, Digga? Aber okay, er schickt mir einen an, Muruk. Er schickt mir einen an. Hanni, zeig mir einen deutschen Streamer. Walla Billa, zeig mir einen deutschen Streamer, der einen angeschickt bekommt, Bro. Welcher Mensch gibt sich die Mühe, einen an zu verschicken, Bruder, ja? Hanni, es ist... Walla, es ist nicht witzig. Ich schwöre auf alles, es ist nicht witzig. Mein Leben im Gefängnis. Oh, aha. Das kann man gebrauchen. Adapter zum Handy aufladen. Das ist nützlich. Das ist nützlich. Das nehme ich dank an. Was ist denn so witzig hier? Warum lacht ihr denn? Oh! Oh! Den hier würde ich einen rufen und einen blöden, sag ich euch ganz ehrlich, Digga. Er auch gut, hat ein gut schönes T-Shirt, aber der hier sieht sehr sexuell erregend aus. Sag ich euch ganz ehrlich, Digga. Hier ist eine CD drin, ne? Interessant. Das will ich einmal nicht zeigen. Frag mich, wieso, mein schöner Bruder? Digga. Alter, der Bruder schickt mir einfach Adidas Klamotten, Bro. Seitdem ich DYDS habe, Bruder, zieh ich keine anderen Klamotten an. Wo warst du vor 2 Jahren, mein schöner Bruder? Walla. Eins in den Chat, wenn ich das Rudi schenken soll. Eins in den Chat. Walla, stark, Bruder. Guck mal hier. Bisschen gebrauchte Klamotten anziehen, Digga. Warum nicht? Das sieht sogar nicht schlecht aus, Lan. Walla, das sieht sogar nicht schlecht aus. Okay, was haben wir hier drin? Ich habe dir ein paar Sachen aus unserem Laden in das Paket gebracht. Gepackt. Es wäre nett, wenn du... Nein, Spaß. Aber okay, ein bisschen cringe. Da sind ein paar Sachen drin für dich und deine Familie. Paar Sachen unnötig, paar Sachen kann man gebrauchen, okay? Stabil, wenn du ihr Sachen benutzt. Wenn nicht, dann reingeschissen. Hatte viel Spaß und Grüße an den Chat. Oh! Oh! Okay, aha, Tupas. Darüber freust du doch jede Mutter, Digga. Eins in den Chat. Tupa-Waren sind Gold. Warte, meine Mutter wird sich freuen. Darüber wird sie sich freuen. Okay. Eine Uhr auf süß. Okay. Ey, was willst du mir damit sagen, Digga? Wem soll ich diese Strumpfhosen geben? Ey, ganz ruhig, Digga. Ganz ruhig, mach dich so schnell unsympathisch, Digga. Ich verschenke es an eine netten Dame, die mir auf Instagram schreibt einfach, okay? Ganz ruhig, ich glaube, du hast auch so mitgedacht. Ganz ruhig hier. Masken, kann man auch gebrauchen. Jetzt hat man vielleicht einen Titel. Er schickt mir Strumpfhosen. Taschentücher, eine Maus, Luftballons. Oh ja, darauf habe ich Bock, Digga. Boah, Mann, ich hätte das jetzt böse gefühlt. Naja, es ist kaputt. Boah, es hätte jetzt richtig Bock gemacht, Walla. Das ist ja eine Giraffe. Sehr stark. Sehr süß. Sehr starkes Paket. Warte, ich muss einmal anmachen, Digga. Und jetzt beidhändig. Das ist ja eine Giraffe. Okay, so. Dann haben wir das auch durch. Weiter geht's. Sieht nach einem Umut-Paket aus. Frag mal, ob ich Bock drauf hab. Walla, Umut ist zu einem Insider geworden. Walla, ich lese auch in den Kommentaren. Strumpfhose anziehen. Weiter so, Becke. Was geht denn jetzt ab, Digga? Warum? Ich will diese Zettel.
Diese Geschenkzettel will ich nicht mehr lesen, Digga. Wallah, es reicht. Lieber Can, in deinem letzten Video waren mir deine Zähne zu gelb. Umut braucht Konkurrenz. Okay, das ist der Brief wegen den Zahnbürsten vorhin. Digga, Walla Billa trigger mich nicht, Digga. Ich schwöre bei Gott, trigger mich nicht, Mann. Walla trigger mich nicht, Digga. Boah, Bruder, Walla, er fuckt mich gerade böse ab. Es ist nicht witzig, Digga. Oh nein, Digga. Bak Walla Billa, ich hab keinen Bock, ja. Walla, ich hab keinen Bock, Digga. Walla, ich hab keinen Bock. Boah, Bak Walla, Umut, hör auf mich zu triggern. Walla Billa sogar, es reicht. Was ist das, Bruder? Er hat mir 10.000 Zucker geschickt, Bro. Ein Gruß von Umut. Ah, ist ja nicht so, dass die anderen Pakete auch von dir waren. So, nachdem du meine Zettel nicht lesen wolltest, war ich sehr traurig und jetzt kommt die Revanche für die Diät von Umut. Okay, wir brauchen jetzt keinen Zucker mehr zu kaufen. Anne, du weißt Bescheid, wir haben 20.000 Zucker. Was findet ihr daran so witzig? Walla, was findet ihr daran so witzig? Sag mal bitte. Ich habe keinen Bock auf Amazon-Pakete. Walla, Digga, ich habe keinen Bock mehr auf Amazon-Pakete. Wie cool hast du jetzt Vorrat, ja? Digga, Walla, Bak. Walla, Digga. Delikatessbohnen. Kannst ja bald mit Kochen anfangen. Okay. Tafelessig aus Branntwein. Ein Gruß von Yassad. Glaube ich ihm eh nicht. Viel Spaß mit einem Vorrat an Essig. Eine Flasche wegexen auf Ehre. Gönn Hack. Nee, ich gönn deiner Shisha-Bar nicht, Digga. Also, einer schickt mir Essig, Bruder, und macht Werbung für seine Shisha-Bar. Ja, Walla, anstatt deine Shisha schickt, ne? Mein Leben, er schickt mir Essig, Digga. Hat er uns zum Hund gemacht, Muruk. Die Shisha wurde von meiner Cousine abgezogen. Die war geil, Walla. Er sieht ein bisschen aus wie AZ. Nee, er sieht aus wie Angela Merkel. Bak Walla, hört auf mich zu triggern. Oh, er sieht aus wie Flair. Nee, er sieht aus wie Mert. Boah, ey, er sieht aus wie Batista. Er sieht aus wie Blan Ersoy. Ach, ne. Nein, Mann, also das sieht wirklich nicht schlecht aus, Walla. Jetzt mal Spaß beiseite, Walla, sieht nicht schlecht aus, wa? Wartet mal. Sieht gut aus, Walla. Props. Chakman Tarkan. Ist das Bushido Menderes, halt auch wie so triggert. Walla, krass. Kann mich gar nicht erinnern, dass ich so weiße Zähne hab. Walla, sehr stark. Sehr, sehr stark. Wer hat's gezeichnet? Wer auch immer das gezeichnet hat, ich küsse dein Herz, Walla. Sehr, sehr stark. Vielleicht stand da ein Name drin, warte mal. Ah! Nee, hier steht leider nichts drin. Wer auch immer das gemacht hat, ich küsse dein Herz. Boah, krasse Zeichnung. Lieber Can, Handy geht so und dann immer hoch. Gut, das tut übel weh. Und meine zwei Brüste, in diesem Fall nur eine. Ich bin nicht so reich wie du. So anspannen, das tut übel weh. Was ist das, Bruder? Digga. Also, ich will euch das nicht zeigen. Bevor ich einen Bann kassiere. Er hat mir eine Brust geschickt, Digga. Und die ist ein Nippel. Morgen. Oh ne, Digga. Ich werd 24, Walla Billa, Digga. Ich bin ein seriöser Geschäftsmann. Hört auf damit, Digga. Aber ey, Walla. Warte mal kurz. Rudi, wir haben einen Titel. Er schickt mir Brüste. Boah. Walla, es fühlt sich gut. Digga, es fühlt sich sogar voll echt an, Mann. Digga, er schickt mir einfach eine Titte, Digga. Was passiert hier, Digga? Boah, Digga, Digga. Digga, was passiert hier, Digga? Oh. Schick mir noch sein und ich brauch keine Frau mehr, Bro. Anti-Stressball, aber auch ganz feine Art. Bruder, er sieht sich sogar echt an, Walla. Komm nicht auf dumme Gedanken. Boah, er hat unser Thumbnail gerettet. Er hat den Titel gerettet. Er schickt mir eine Titte oder so. Keine Ahnung. Boah, Digga, was war das denn, Bro? Walla. Woher weißt du, wie sich echte anfühlen? Ich hab selber welche, deswegen, Bro. Er schickt mir einfach eine Titte, Bro. Oh Mann, Alter. Sehr kreativ, als ein Besiktas-Fan Besiktas-Wappen zu schenken. Besiktas-Duftbäume, der Ehrenmann. Kuss und Ehre geht raus. Dankeschön, mein Bester. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Danke. Oh, Digga. Junge, Walla. Also heute sind es echt sehr viele Pakete. Ah, noch mehr Essig. Ehrenmann. Er hat mir zwei Pakete Essig geschickt, Digga. Zwei Pakete Essig. Am Hörcreme, Digga. Was soll ich mit diesem Essig, Bro? Was ist daran so witzig, Bro? What the fuck? Oh mein Gott. Hier sind zwei Katzen. Auf einem Kopf ist Ozan, auf einem Kopf ist mein Kopf. Das soll wohl Jimmy und Jimmy Jackson sein. Ozan liegt auf dem Boden, ich bin oben. Daneben ist eine Suchtipackung, okay? Und davon sogar noch mehr. Sehr gut, Digga. Die nehme ich mit in den Grab. Dankeschön für die Jimmy-Karten. Sehr stark. Machen wir mal den hier auf. Hi, John Brook. Wir haben dir mal was zusammengestellt. Hoffentlich ist das was für dich. Das Signatur-Package und unser Headset. Hab für dich und alle anderen auch einen Gutscheincode eingerichtet, der 10% Rabatt auf alles gibt. Code JAN10. Mit FM plus F9 kann man den Lichtmodus auf der Tastatur schneller umschalten. Sonst gibt es für alles auch Treiber auf unserer Webseite. Okay. Oh. Aha. Aha. Okay. Okay. Die Werbung lassen wir dankend drinne, Digga. Headset. Huh? Wie heißen die für Mauspad? Wenn man die auf Tisch tut, wie heißen die? Mauspad? Also einfach nur Mauspad? Okay, lost. Stark. Boah, Bruder. Und eine Tastatur, Bro. Walla stark. Walla stark. Dreimal dürft ihr raten, wen ich das schenken werde. Dreimal dürft ihr raten, wen ich das schenken werde, obwohl er mich seit zwei Tagen triggert.
Ehrenmensch in den Chat für Rudi. Rudi. Rudi, Geschenke für dich. Was haben wir hier? Und eine Maus. Und eine LED-Maus, Bro. Wir wurden komplett ausgestattet von den Brüdern. Deswegen check das auf jeden Fall ab. Ist in der Videobeschreibung auch. Verlinkt, Digga, auf Ehrenbruder. Das ist Safe-Ware von 200, 300 Euro. Locker. Walla stark. Walla stark. Sowas ist sehr stark. Wirklich. Walla. Sehr, sehr stark. Dankeschön. Sehr stark. www.goatec.org. Ehrenbrüder. Dieses Paket schenke ich Rudi. Dieses Paket schenke ich Rudi, Digga. Dann kriegt der nächsten Monat kein Gehalt. Walla, sehr stark. So, haben wir noch irgendwas? Und wer räumt das Ganze jetzt hier auf? So, dann würde ich sagen, das war's mit dem Pack-Opening. Wenn ihr wollt, dass wir weitere Zuschauerboxen öffnen sollen im Stream, dann gibt es wieder einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen um 19 Uhr wieder. Was war euer Highlight in diesem Video? Und schreibt bitte nicht Unmut in die Kommentare. Walla, das war schon nicht schlecht, ne? Walla, sehr stark. Okay, tschüss!